Herein, liebe Frau Herren, und willkommen im Dschungel. Ich habe eine spezielle Mission. Ich werde Reality Queen. Mein Name ist Jasmin Herren. Für diese große Aufgabe hat sie besondere Qualifikationen. Ich war als Kind bei den Pfadfindern tatsächlich. Ja, da habe ich den einen oder anderen Knoten gelernt. Ich war ein Yuffie. Alles schön und gut. Bei besonderen Qualifikationen würden wir aber eher das hier angeben. Kauen! Kommt, ihr macht das! Das Auge ist noch in dem Arschloch. Nee, doch, ich hab den Durchblick. Ja, denn 2022 wirkt sich Jasmin schon durch den südafrikanischen Dschungel bei Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Das ist aber längst nicht alles. Klitzekleine Zeitreise. 2006, damals heißt die Herrin noch Jasmin Jenewein und will mit zarten 27 Jahren Deutschland Superstar werden. Ich bin Nacktsängerin. Nacktsängerin? Aber ist mittlerweile. Ja, wie sieht das denn aus? Mittlerweile auch nicht mehr Nacktsängerin, sondern ich bezeichne mich jetzt als die wahrscheinlich erotischste Stimme der Welt. Dann zeig mal her. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing. Ja, das ist die selbsternannte erotischste Stimme der Welt. Übrigens, Jasmin ist nicht die einzige aus ihrer Familie bei DSDS. Sie ist die Großcousine von Kevin Jenewein, dem Drittplatzierten von 2021. Zurück zu Jasmin. Die war damals 2006 noch mit Partykönig Michael Ammer zusammen. Sie hatte wohl immer schon einen Hang für Partylöwen. Wir erinnern uns an das jahrelange Auf und Ab mit Willi Herren. Willi und ich, wir verstehen uns zu 90% blendend. Also nicht nur blendend, wir sind auch beste Freunde. Wir lieben uns abgrundtief. Das zeigen sie eindrücklich 2019 bei ihrem gemeinsamen Auftritt im Sommerhaus der Stars. Ich will doch nur spielen. Du siehst gut aus. Du siehst gut aus. Du siehst aber gut aus. Du siehst gut aus. Du siehst aber lecker aus. Nach dieser intensiven Konversation landen die zwei damals zusammen auf dem Lokus. Was da passiert, überlassen wir jetzt unserer Vorstellungskraft. Es ist aber nicht nur alles tutti frutti bei den zwei. Was? Ja, und da hat was redest Angst du? Vor. Was redest du da, da von der Scheiße? Ich will das nicht, dann ist mir alles, das ist mir so doof. Gezankt wird eben auch. Den ultimativen Liebestest wollen sie dann 2020 machen, auf der Insel der Sünde bei Temptation Island VIP. Ja, ich bringe ihn um einfach, wenn er irgendwas macht. Ich werde durchdrehen. Wenn irgendein Mädel ist, die mich antatscht, wirklich, ich kenne und nicht Jasmin, aufhört, dann kommt die Jasmin so weit von. Das sind, ich glaube, heute 50 Kilometer. Echt? Ich flippe richtig aus. Ob das gut geht? Ladies! Doch alle Sorge bleibt unbegründet. Das Fummeln und Geflirte der anderen ist für Willi ein No-Go. Er hält sich zurück. Vielleicht bin ich konservativ und brüde. Das macht man nicht. Große Tränen werden dann aber trotzdem vergossen. Eine Aussage von Jasmin haut ihn voll aus der Bahn. Mir ist es halt immer unangenehm, weil ich oft so nach außen immer so ganz stark sein auch muss. Vor allem, wenn mein Mann vielleicht nicht ist. Das beschäftigt den damals 45-Jährigen. Ich habe Angst halt. Ne? Ich merke, dass es in unserem Leben, in unserer Ehe sehr viel um meine Person geht. Ich sollte mir wirklich mehr Zeit für ihre Seele nehmen. Weil sie kann nicht immer nur Mülleimer sein für meinen Mist, den ich baue. Es tut schon weh, bin ich ganz ehrlich. Aber ich habe mir da hier erst Gedanken drüber gemacht. Hey, meine Frau tut alles für mich. Die wird sterben für mich. Jasmin, ich liebe dich. Und dennoch, nach vielen Hoch und Tiefs trennen sich Jasmin und Willi im März 2021. Die Ehe der zwei, Geschichte. Nur einen Monat später dann die traurige Nachricht. Mit gerade mal 45 Jahren stirbt Willi Herren am 20. April in seiner Wohnung in Köln-Mühlheim. Wochen später meldet sich Jasmin dazu erstmals auf ihrem Instagram-Account. Das hier ist gerade die schwerste Zeit meines Lebens und ich habe immer noch nicht alles begriffen, verstanden. Mein Herz will das auch noch nicht. Ein Schmerz, der sie für lange Zeit begleiten wird. Ich vermisse Willis Chaos, ich vermisse das Lachen mit ihm, ich vermisse sein ganzes um mich herum. Ich vermisse alles, was ich an ihm geliebt und nicht gemocht habe. Denn ich habe ihn so geliebt, wie er war und ist. Und ich tue das immer noch.
Die vielen Jahre sind eben nicht einfach so vergessen. Dafür folgt eine eher unschöne Schlammschlacht mit der Familie von Willi. Wer dafür was verantwortlich war, inzwischen egal. Anfang September 2021 stellt Jasmin klar: Das wird alles geklärt durch Anwälte, durch ein Gericht, durch die Polizei. Und damit ist gut. Alles, was Straftaten sind, soll bestraft werden. Und alles andere, nach mir die Sintflut. Und so soll es auch sein. Im Januar 2022 versucht sie es mit ihrem Neustart. Als Ersatzkandidatin zieht das ambitionierte TV-Sternchen ins Dschungelcamp nach Südafrika. Vorher wird aber schon gefeuert. Ich habe keine Lust, wie Dani Büchner zum Beispiel, die ganze Zeit nur um meinen Mann hier rum zu jammern. Ich möchte im Dschungel zeigen, wer ich eigentlich bin. Mein Ziel ist es, aus dem Schatten meines Mannes einfach herauszutreten. Ich will jetzt einfach neu anfangen und ich will da auch raus. Das klappt mal mehr und mal weniger gut. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt hier über Willi spreche. Ich habe noch nie einen Mann so geliebt. Ich hatte nicht mehr die Möglichkeit, mich zu verabschieden. Es tut mir einfach auch immer noch weh. I am okay. Ich will halt nach vorne gucken und nicht nach hinten. So wie ich dich jetzt kennengelernt habe, bin ich mir sicher, dass alles sich zum Richtigen wenden wird von alleine. Welcome to the good life. Puffegarte Tanze. Zigarette? Hören, ich hätte gerne mal eine Zigarette. Boah, ein Traum. Dankeschön. Ich sag jetzt auch mal was. Ja. Und damit von einem Dschungel in den anderen. Was ist das denn? Wo sind wir denn hier? Also ganz ehrlich, so Erdkunde war ich gar nicht so schlecht, aber da habe ich jetzt, glaube ich, nicht aufgepasst. Kein Problem, Frau Herren. Wir helfen. Es geht nach Suriname in Südamerika, in den echten, realen und supergefährlichen Regenwald. Hier ist es brutal krass. Patricia, hast du schon einen im Kahn? Normal! Oh Gott, Leute, was macht ihr hier mit uns? Also wirklich, das ist schon eine harte Nummer. Die harte Nummer werden für Jasmin wohl eher die anderen Kandidatinnen. Beim Dschungel disst sie noch Dani Büchner. Jetzt dürfen Dani, ihre Tochter Jolina und Jasmin in einem Team spielen. Yay! Ich war mit ihr zuletzt in einem Format. Und da hat sie sich auch von mir was anhören müssen. Die sagt zwar immer so, was sie denkt, das ist auch nicht immer gut, finde ich. Na, das wird bestimmt spaßig im Team Pink Piranhas. Übrigens, Jasmin ist auch inoffizielle Survival-Trainerin. Da wird direkt das Bachwasser probiert. Ich probiere das jetzt mal. Nein. Doch, das sieht aus wie Durchfall. Nein, Jasmin!